Was geht, Leute? Willkommen zu einer neuen Folge von FIFA 16. Ja, die Elgato hat ein kleines Update gehabt und ich hoffe, hier funktioniert jetzt einigermaßen alles mit den Einstellungen. Da hat sich nämlich irgendwie komplett alles geändert und auf wieder Standard gesetzt. Und ich bin jetzt schon am Ausprobieren gewesen, ob das einigermaßen so hinhaut und ich hoffe, das passt jetzt einfach mal alles. Ja, sagt mir, wenn euch irgendetwas stört, sagt es mir bitte, wenn es halt von der Tonqualität, von der Bildqualität irgendwas nicht richtig passt. Und bin da auch ein bisschen auf euch angewiesen, weil manchmal hat man halt selber nicht so das Auge dafür. So, unser nächster Gegner ist der 1. FC Köln. Sollte machbar für uns sein, aber wir spielen ja mit der B11. Ja. Passt soweit alles, würde ich sagen. Da wollen wir doch dann auch direkt ohne Pause beginnen. Ja, auf Schalke bezüglich Breitenreiter ist ja derzeit einiges los. Was ich sagen wollte, war ich ganz kurz verwirrt. Und zwar hat es ja Breitenreiter von Sky und der Bild-Zeitung ja eigentlich einen auf den Deckel bekommen. Es wird ja angeblich vieles schlecht laufen und die Mannschaft wäre intern unzufrieden und der ganze Verein wäre unzufrieden mit ihm und ja, eigentlich schon die nächste Riesenkrise herbeigeredet. Ja, dann folgt ein Dementi von Held. Fährmann hat sich schnell den Trainer gestellt und Breitenreiter hat dann in der Presse, vor allem im Kicker, ja, nochmal gegen die Presse gewettert. Ja, und jetzt ist die Sache, was war jetzt eigentlich los? Also, der zuständige Sky-Mitarbeiter. Oh, Moment. Und Afdijay. Ja, macht das 1 zu 0 ganz locker. Ja, der Sky-Mitarbeiter Dirk von Schlamann, irgendwas schießt mich tot. Das komme ich gerade nicht auf den Namen. Hat es ja mit Insider-Infos sozusagen fast schon geprahlt, dass er ist mehrere Mitarbeiter im Verein zu ihm gekommen wären und gemeint hätten, ja, die Stimmung wäre so schlecht. Ja, und was hat Breitenreiter darauf gesagt? Ja, ja, das ist eventuell, beziehungsweise was hat er gesagt, was ich mir jetzt denke, ist, Breitenreiter hat ja schon angekündigt gehabt, vor der Saison die sogenannten Wohlfühloasen aufzulösen. Und ja, anscheinend hat es getroffen. Und es ist ja immer darauf an, welche Spieler sich beschweren. Also wenn man sieht, dass sich Fährmann halt so klar hinter den Trainer einfach stellt, kann ich kaum daran denken, dass es da, wie sagen, wichtige Spieler wären, die da sich irgendwie beschweren würden. Sonst eher von Ersatzspielern kommt, die halt unzufrieden mit ihrer Ersatzrolle sind. Und so welche Spieler gibt es ja auch in jedem Verein. Also denke ich mal, sollte man jetzt nicht so sich da einen großen Kopf drum machen. Und momentan läuft ja eher alles friedlich ab. Also man gibt ja den Trainer der Mannschaft Zeit. Und da wird halt nicht irgendwo so großartig Druck aufgebaut. Und ich hoffe, dass halt Breitenreiter noch lange Trainer bleibt. Und man ihn weiter in Ruhe arbeiten lässt, auch wenn von außen jetzt sozusagen diese Unruhe reingetragen wird, die es ja anscheinend im Verein gar nicht gibt. Und ja, bin eigentlich recht zuversichtlich, dass wir die Saison gut abschneiden können. Ah, hier ist Sané. Oh! Ja, Højbjerg wäre da fast dran gekommen. Ja, also ich mache mir da jetzt keine großen Sorgen, dass wir wirklich irgendwelche Unruhe im Verein haben, außer halt von der Bildzeitung prognostiziert. Boah, ein Bolo fast mit dem 2 zu 0. So, weil jetzt will ich mich mal mehr auf das Spiel hier konzentrieren, bevor ich hier gar nichts mehr auf die Reihe bekomme, außer dem 1 zu 0. Ach, das war nix. Ja, gut gesehen vom Schiri. Aha. Aber wir bleiben im Ballbesitz. Hat Afdijay gut aufgepasst. Ah, verliert hier den Ball. Oh, nicht gut, gar nicht gut. Boah, jetzt habe ich schon fast ein Eigentor gesehen.
Heuberg kann sich da gut durchsetzen. Ah, wir müssten Freistoß geben und den gibt es auch. Brauche sich nicht beschweren. 42 Meter ist ein bisschen zu weit. Ah, kommt kein Schalker ran. Ah, bleiben immer gut im Ballbesitz. Ah, dann so ein Fehlpass, wo ich gerade den Ballbesitz lobe. Und Pass kommt nicht durch und Embolo kommt nicht ran. Also wir müssen dringend am Offensivspiel arbeiten, sonst fangen wir uns hier wahrscheinlich noch das 1:1. Boah, weil wenn die Kölner noch näher rankommen, wird es halt ganz knapp. Heuberg bekommt die Bälle nicht durch. Kolosinage. Oh, ganz schlecht gemacht von ihm. Schön gemacht von Afdicay. Boah, müsste auch wieder eine gelbe geben. Ah, der beschwert sich zu Recht, der Donis. Und wirklich die zweite gelbe Karte für die Kölner. Die wissen sich gerade nicht anders zu helfen. So, Afdicay. Ah, schade. Habe ich ein bisschen gerade. Ja, falsch gemacht, weil ich dachte, der Verteidiger geht in die andere Richtung. Oh, nicht gut. Ja, 1:0 zur Halbzeit. Könnte schlechter sein, könnte aber auch wesentlich besser sein. Oh, oh, das war aber knapp von Heuberg. Bolo. Ja, immerhin einen Freistoß rausgeholt mit der Aktion. Wollen wir es doch einfach mal mit Eihahn probieren? Ja. Oh, wow, 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 wow. Das war mit, glaub ich, der schlechteste Freistoß, den ich seit langem geschossen habe. Schön auf Sané weitergeleitet. Oh. Ah, es hätte vielleicht ein anderer Schiedsrichter auch als Elfmeter pfeifen können. Ah, auf die Chai beweist Defensivqualitäten. Ah. Ah, keine Anspielstation gefunden. Komm schon, Carido. Ah, Eihahn, passt auf. Ja, kein Freistoß. Auch gut. Aber jetzt hat Carido mal ein wenig Platz. Er kommt vorbei. Wow. Jetzt vielleicht nochmal. Ah, habe ich nicht schnell genug auf Eihahn wechseln können. Das ist leider in FIFA so, dass ab und zu das mit dem Spieler wechseln nicht so läuft, wie man sich das immer mal vorstellen würde. Ah, wollen wir doch mal ein bisschen wechseln. Ah, wen können wir denn mal reinbringen?
Haben wir jetzt nicht so die große Auswahl. Ich bringe mal Kai Schara für Heuberg und Eiern dafür ins Mittelfeld. Avdijay kann nach seinem Tor entspannen. Da kommt Meier rein. Ja, und da bringen wir mal Ugo für Höger. Oh, der war ganz schön knapp. Ah, schön gemacht von Meier auf Sané. Aber kann den Ball nicht behaupten. Freistoß für Köln. Also wir schaffen es gerade wirklich nicht irgendwie gut nach vorne zu spielen. Würde mir wünschen, dass die Kölner mal ein bisschen offensiver agieren. Oh, schöner Pass auf Sané, vielleicht jetzt mal die Chance. Oh, und wieder kommt Sané nicht vorbei. Jetzt laufe ich wieder nur den Ball hinterher, weil Köln auch nicht wirklich mitspielen will. Also ich glaube, die sind anscheinend froh, dass sie nur 1-0 hinten liegen. Komm her! Und sauber den Ball abgenommen. Embolo, was hat er vor? Ja, kommt gut vorbei. Ah, die Flanke kommt nicht durch. Dann so ein schlampiger Fehlpass von den Kölnern. Ah, komm schon, Carrillo. Ah, abseits. Nicht gut gemacht von Kai Schara. Ich glaube, die Kölner stehen gerade wieder offensiver. Oh, schöner Pass auf Carrillo. Und macht er es? Na, vorbei. Ah, wohl die beste Chance in der zweiten Halbzeit. Oh, und dann so knapp. Aber jetzt müssen wir aufpassen. Schlampiges Stellungsspiel, aber Fährmann passt auf. Ah, Fährmann war da noch dran. Oh, Carrillo, Kehrer. Sehr schön vom Ball getrennt. Oh, und dann ein sehr schöner Pass auf Sané. Kann ihn gut annehmen. Zieht in die Mitte. Oh, und wieder vorbei. Das hätte jetzt eigentlich das 3-0 sein müssen. Ja, da war anscheinend ein Kölner noch dran. Ja, Carrillo mit dem Eckball. Ja, Sané kommt nicht ganz dran. Ja, Ugo kann den Ball gut behaupten. Ja, dürfte abseits gewesen sein. Oder. Wie spät er einfach pfeift, ist mal wieder sensationell scheiße. Boah. Ja. Embolo hat das Näschen, dass er kurz spielen will und haut sich dazwischen. Ja, Horn, ein sehr talentierter Torhüter, aber ja, da hat ihm anscheinend gerade die Erfahrung gefehlt. Und dann lässt sich Embolo nicht zweimal bitten. Sein 13. Saisontor für Embolo läuft bei ihm. Dafür, dass er eigentlich nur ja Ersatzstürmer ist. Ja, ein frühes Tor, ein spätes Tor. So kann es gehen. Und die Kölner schauen betroppelt. Oh, wow, wow, wow.
Und Ferner zeichnet sich nochmal aus. Oh, jetzt vielleicht noch die letzte Chance im Spiel. Ja, ganz locker und dann macht's Eihahn. Ah, ihm sei es auch mal gegönnt. Aber wunderschön gemacht von dem Bodo. Hat die Übersicht. Ah, Meier sieht, dass er nicht so gut steht und Eihahn halt komplett frei wird dann bedient von Meier. Und er braucht nur noch den Fuß hinhalten. Boah, jetzt steht's 3-0. Ah, wenn man bedenkt, wenn man die zwei Chancen noch dazu rechnen würde, wäre es ja fast wieder ein Schützenfest geworden. Also gegen Ende hin bin ich jetzt doch sehr, sehr froh, dass es jetzt so gelaufen ist. Ah, wollen wir uns nochmal die Spezialbewegung angucken von Sané. Ah, nichts Besonderes jetzt eigentlich, aber doch schon ein Höhepunkt in dem Spiel. Ja, ein Bolo mit einer 9,3. Spieler des Spiels. Ah, Fährmann 7,9 habe ich eigentlich stärker gesehen. Ah, Vorlagen. Meier und Embolo konnten sich dadurch auszeichnen. So, ich weiß gerade gar nicht, gegen wen es jetzt im nächsten Spiel geht. Aber ich glaube, es war in der Europa League. Ja, und da geht es gegen Juve. Es wird ein sehr, 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 sehr schweres Spiel. Wird auch wieder dann mit der A11 sein. So, ich würde mal sagen, ich mache wieder Schluss an dieser Stelle. Hofft, die Elgato hat so mitgemacht, wie ich wollte. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr erst nächstes Mal wieder dabei sein. Würde mich wirklich freuen. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Bis bald, euer MCO.